So, dann wollen wir doch mal in den nächsten Bereich rein. Time and Tide, das waren die Zeiträtsel. Jupp, hier gab es auch ein, zwei Secrets. Also, die Dolche brauchen wir. Ups, wir haben ganz schön viele Fackeln dabei. Und viel zu viel Zeug, das wir nicht wirklich brauchen. Na gut, das soll es mal reichen. Also, da treten wir jetzt drauf. Da hinten kommt dann irgendwann Teleporter. Und dann schmeißen wir zeitgleich... Also, mit dem Auftauchen des Teleporters zeitgleich das Eintreffen des Wurfdolches. Ach, du gute Güte. Na gut, machen wir es einfach mal. Zwei. Zwei. Also. So. Zu dem Buch wollen wir hin. Wir konnten hier noch... Wir müssen jetzt den Teleporter wieder aktivieren. Nein. Doch. Und... Beam me up. Wusch. Tada. Für das Secret habe ich auch eine ganze Weile gebraucht gehabt. War hier noch irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Und ich glaube, hier war sogar noch eins. Da bin ich mir mal nicht sicher. Na gut, was macht das hier? Das hier gibt uns 5 Skillpunkte. Das ist doch schon mal sehr nett. Die werden auch gleich alle auf Äxte gesetzt. Dann haben wir die neue Special Attack, nämlich Cleave. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob Cleave Chop ersetzt, ob beide parallel laufen oder wie genau das funktioniert. Da müssen wir bei den Attacken ein bisschen drauf achten. So, alles auf Äxte. So, Fallgruben. Wir sind noch in keine Fallgrube runtergesprungen. Das heißt, wir testen jetzt erstmal die ganz hinten. Und ich höre Legionäre, aber sonst ist hier nichts. Irgendwo war noch eine Verbindung in den Bereich. Aber anscheinend hier nicht. Denn sonst wäre irgendwo ein auffälliger Schalter. Na gut. Ja, das lassen wir mal alles da liegen. Dann probieren wir jetzt die beiden Fallgruben da aus und gucken, ob wir im selben Bereich landen. Sie springen einfach hier runter und dann vergleiche ich das mit dem anderen Runtersprungpunkt. Und tada. Ja, es ist vollkommen egal, wo wir runterspringen. Wir landen immer wieder hier unten. Also machen wir das Ganze nochmal. Du weg. 1, 2, 3. Mist. 1, 2, 3. Ah, so. Geht auch. So. Die Fackel brauchen wir nicht. Ah, wir bräuchten mal wieder neue Lichtzauber. Klick, 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 klick. Nö. Das ist schon der helle Lichtzauber. Habe ich irgendwie einen Tick heller in Erinnerung. Aber na gut. Also, wir haben das Secret im Teleporter gefunden. Das war das Buch. Wir haben alle 3 Fallgruben ausgetestet. Und lauter Ramsch am Eingang deponiert. Na gut, das soll dann erstmal hier reichen. Gucken wir mal weiter. Ja, stimmt. Hier kommt gleich noch eine Wand. Und da ist ein Secret. Und dafür ist das Secret auch gut gewesen. Aber das war jetzt improvisiert. Ich hatte eigentlich vor, runterzufallen und im nächsten Anlauf dann irgendwas rauszukramen und das darüber zu werfen. Aber haben wir das Lurker-Set? Nein, die Chitin-Maske dafür missbraucht, hier gleich weiterzukommen und ein wenig Zeit zu sparen, was ja auch immer gut ist. Also Chitin-Maske, Schutz plus 9 ist auf jeden Fall besser als unser Lederhütchen da. Die Fackel da sieht mir auch ein bisschen komisch aus. Wie kriegen wir... Die Dinger können wir gar nicht zubekommen. Na gut, dann ist die Fackel wohl einfach nur zur Deko da. Und was haben wir hier? Hier haben wir Schriftrolle Nummer 2. Für das große Rätsel in diesem Level. Zack, zack.
Das war jetzt schon der ganze Unterbereich mit den Zeiträtseln. Das kommt mir ein bisschen schnell vor. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind da durchgehuscht. Haben hier die Abkürzung genommen, aber da ist eigentlich auch nichts gewesen. Wir sind noch in keine Fallgrube runtergesprungen. Richtig. Das könnte auch der springende Punkt sein, dass wenn wir da runterspringen, dass wir irgendwo hier landen und dann die Verbindung zu dem Bereich aufstellen können. Also gut, springen einfach mal hier bei der Fackel runter. Wer ist ja doch für irgendwas zu gebrauchen. Hoppala. Da ist doch unser Hut geblieben. Da war schon mal ein Cleave. Wenn ich jetzt noch einen Chop sehe, dann wissen wir, dass... Ne, wieder ein Cleave. Das heißt, unsere Spezialattacke wurde anscheinend ersetzt. Was schade ist. Ich hätte es gern gehabt, dass wir dann mal Cleave, mal Chop haben. Also öfters allgemein Spezialattacken. Aber hier ist auch ganz gut so. Denn wir haben jetzt schon arge Probleme mit der Ausdauer. Also mit der Energie, besser gesagt. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich mich in die Ecke manövriert habe. Ecken sind gar nicht gut. Ah, schon besser. Und dafür kommt gleich der nächste Schütze. Was für ein Heckmeck. Einer stirbt, einer kommt, einer geht. Au, 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 au. Ich verbrauche wieder viel zu viele Kräuter. So, wieder einer weg. Dafür kommt kein neuer dazu. Und ich drehe mich komisch im Kreis. Und ich höre eine Krabbe irgendwo. Oder irgendwas ähnlich ekliges. Ach, komm her. Stirb wie ein Untoter, der du bist. So, und als Entschädigung gibt es ein Kraut. Ist ja nicht gerade so, dass ich gerade zwei Heiltränke verbraten hätte. Aber gut. Wackel kommt weg. Noch ein Gegengiftkraut, das brauchen wir auch nicht. Wirklich? Frostpfeile, ja, lauter Ramsch. Den sammle ich zwar eigentlich auch gern, aber... Ah! Da ist der Plattenpanzer, den ich im letzten Playthrough nicht gefunden habe, glaube ich. Konnten wir das 1:1 übersetzen? Ja, ich glaube schon. Das heißt, wenn wir... da runterspringen, landen wir hier, wo wir jetzt stehen. Das heißt, wir müssten ein Feld vor der Tür runterspringen, um dann da zu landen. So, ihr ganzen Hilfsmittel geht mal weg. Ah, finde ich schon ulkig, dass ich hier so eine Linie ziehen könnte. Dafür sind die Beschreibungen ja auch mal ganz... Hey, auch mal ganz praktisch. So, du auch noch weg. So, das machen wir dann auch gleich mal, denn den will ich mir nicht entgehen lassen. Denn es gibt auch einen Erfolg, wenn man komplett die Plattenrüstung einmal angezogen hat. Auch wenn es mir nicht primär um die Erfolge geht, aber Schaden tun sie nicht. So, jetzt sind wir wie gesagt in dem Bereich, wo wir vorher schon mal waren. Und ich glaube, es gab noch eine Verbindung weiter. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Erstmal gucken wir hier rein. Hier waren wir schon. Und dann gehen wir hoch. Haben wir Hunger? Ach, nee, nicht wirklich. Das Problem ist einfach hier. Die ganzen Krimskrams, die wir nicht unbedingt brauchen. Wie das da und... Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben die Ninja-Sterne und die Pilz nicht und das und die Schriftrollen brauchen wir, aber die können wir schon mal in die richtige Nische legen für später. Put to sleep. Naja. Ewig eingesperrt, aber niemals vergebend. Crimes Forgotten. Nee. Kevin still echoing by his call. So. Jetzt haben wir die, glaube ich, auch schon mal in den richtigen drin. Das eine Kraut verbraten wir auch gleich. Nimmt auch Platz weg. Und Flaschen haben wir zu viel dabei. So. So. Und das sieht doch schon gleich viel besser aus. Also, wir wollen wieder in Time and Tide. Damit wir jetzt an der richtigen Stelle runterfallen können. Das war nicht die richtige Stelle.
Also, damit wir an der richtigen Stelle runterfallen können, um zu dem Plattenpanzer zu kommen. Und die richtige Stelle wäre die letzte Fallgrube. So, diesmal gehen wir geradeaus, was der eigentliche Wert ist, Weg ist. Da müssen wir runterfallen. Bye bye. Mist. Wieso sind wir denn hier gelandet? Das ist jetzt gar nicht gut. Also wir sind hier gelandet. Wir hätten eigentlich... Oh gut, dann können wir das hier wieder knicken. Das heißt, wir müssten eigentlich zwei Felder weiter links runterfallen, nämlich da. Aber da ist ja offensichtlich keine Fallgrube. Schade, schade. Wie kamen wir denn da hin? Ah, das müsst ihr mir dann erklären, denn ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob wir das jetzt im letzten Playthrough... Oh, oh. Tja. Immer diese Störung dazwischen drin. Also ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob wir das im letzten Playthrough überholt haben oder nicht. Deswegen müssen wir mal schauen. Was haben wir noch? Wir haben noch die Katakomben und wir haben das Bestiarium. Vorher sollten wir auf jeden Fall mal schlafen. Was war ein Bestiarium? Es hört sich nach den Pilzen an. Also nach diesen kleinen Brokkolis und nach den großen Fliegenpilzen. Ja, das speichern wir nochmal vorher ab. Safe Game. T12A. Und gucken mal rein. Hier sind wieder diese Photonenkanonen. Okay, bisher nicht wirklich schwer. Oh, und hier war das Spielchen mit den Legionären einsperren. Das heißt, hier könnte man, wenn man denn wollte, powerleveln. Da man unendlich viele Gegner hat. So, wie kriege ich euch da rein? So, komm her. Komm her. So, das war Nummer 1. Und ja, man konnte sich da auch selber drin einsperren. Ah, und das Licht geht aus. Super. Hast immer einen super Timing-Zauberstab. Komm her. Komm her. Das war Nummer 2. Und ja, diesmal bringe ich die nicht wieder um. Klick. Und hier rein, bitteschön. So, jetzt geht's da weiter. Aber vorher sollten wir mal gucken, ob es hier noch anderweitig weitergeht. War das hier schon vorher auf? Oh, habe ich einen übersehen? Nee, es waren nur 3 Gefängnisbereiche. Okay. Dann musst du jetzt leider sterben. Oh, 62 Schaden mit Kick. Sehr schön. Da rein. Und das war's auch schon mit dem Bestiarium. Also wenn man weiß, was man ungefähr machen muss, auch wenn ich wieder recht viel vergessen habe. Also wenn man weiß, was man machen muss, dann geht das recht schnell alles. Ich weiß nur, dass wir allein für den Bereich hier mindestens eine Folge gebraucht haben, für die Gedankengänge sogar 2. Und für die Zeiträtsel auch mindestens eine Folge. Das geht alles recht flott jetzt. Wow. Euch habe ich auch vergessen. Die Gegner halten sich ja bis zum Ende des Spiels. Zack. Na komm. Aber sind eigentlich nur lästig und nicht wirklich schwer. Weil man immer schön wieder weglaufen kann. Und die nicht sehr aktiv sind. Kritischer, 2 Cleaves. Wie hältst du denn aus? Doofes Ding.
Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne einen Cut machen und abspeichern. Also. Das hier hätten wir erledigt. Speichern wir jetzt mal richtig ab. In der nächsten Folge gehen wir den letzten Raum an. Da sind wir mit dieser Ebene auch schon durch. Nach dem Angriff der Killer-Grünlinge. Aber das müssen wir dann sehen. Also bis demnächst.